Und zwar seht ihr diesen Hebel da an der Wand? Ja, den müssen wir ziehen. Wie kommt man da hin? Nur von hier oben. Also gut, vielleicht noch irgendwie anders, über Glitches oder was weiß ich. Aber von hier oben geht's auf jeden Fall. Einmal hier um die Ecke hangeln und dann hier fallen lassen. Tadadata. Nein, 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 du greifst mich nicht an. Wobei, ich kann auch einfach ins nächste Level rennen. Und ich bin wieder geheilt. Okay. Was wollte ich sagen? Ja, London. London, London, da würde ich. Wow, hallo. Würde ich gerne mal hin. Ich kann aber nichts versprechen. Beziehungsweise auch den Eurotunnel würde ich gerne mal sehen. Weil. Im Grunde genommen aus den Gründen. Ta-ta-ta-ta, Secret. Ah ja, die Türe hier haben wir über den Hebel draußen geöffnet. Also, dieses. Was soll denn das darstellen? Ist das ein Bücherregal, ein gefaktes? Ne, es ist schon eine Türe. So, liegt hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Generell, dieser Platz hier ist erstaunlich frei von spektakulären Dingen. Bis auf das hier. Ja, richtig, ich meine die Munition. Nein, hier ist ein Motorrad. Und ich weiß nicht, ob es das ist, aber so ein ähnliches fahren wir, glaube ich, noch irgendwann mal in diesem Spiel. Da kann ich schon mal teasern. Ich weiß aber nicht, ob das. Eigentlich war es hier, glaube ich, noch nicht der Fall. Vielleicht. Aber irgendwo muss es ja herkommen. Kommt es vielleicht doch hierher? Und nehmen das dann mit irgendwo hin. Sorry, falls ich gerade irgendwas spoiler für Leute, die es blind spielen. Aber meine Güte. Ich darf hier mich wohl erinnern an Dinge, die ich erlebt habe. So. Jetzt müssen wir aber dann wirklich mal in dieses nächste Level hier. Hier gibt es eine relativ markante Stelle im Spiel. Nämlich das ist es hier, genau, ja, das ägyptische Abenteuer. Ich weiß nicht, als ich das erste Mal hier reingegangen bin, also erstmal hier No Entry, ja, drauf geschissen, einfach hier aufgesprengt, aufgeballert. Ja, dieser Jingle. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hier reingegangen bin, das war irgendwie so, was in aller Welt? Was macht dieser Jingle hier? Was ist das? Ja, das ist so ein netter Freizeitpark, den sich die Ägypter oder die Bewohner dieser Stadt hier gebaut haben. Das ist ein bisschen Fake-Grabergründung mit Plastikfackeln, ne? Man kennt das. Hier nochmal No Entry. Ja, ist mir doch egal, sag mal. So schlimm wird's doch wohl nicht sein. Ich meine, hier wurden ja auch mal Leute reingelassen. Gut, keine Ahnung, wo es hier jetzt genau lang geht. Ich weiß nur, dass ich hier wahrscheinlich speichern sollte. Ja. Wir haben jetzt hier wieder erstmal diesen Spiegel. Da muss ich noch nicht wirklich speichern. Jetzt muss ich nur schauen. Ich glaube. Ja, genau. Hier stehe ich sicher. Also, wir hatten das schon mal. Das ist. Bin ich richtig? Ja, ich glaube, ich bin richtig. Das Ding ist. Hier in dem Spiegel sieht man Dinge, die man in echt nicht sieht. Und so finden wir eine neue Waffe. Es ist die Armbrust. Für die waren die ganzen Pfeile. So viel Munition haben wir letztendlich schon gesammelt für sie. Sieht es eigentlich aus beim Granatwerfer? Okay. Ja. Ups. Nein, nein. Schrot sieht so aus. Revolver haben wir noch nicht. 1080 OC. Ja, ich bleib bei meinen Pistolen. Und bin so blöd. Wieso läuft sie denn? Ich habe doch erst 0 gedrückt und dann vor. Egal. Wir sehen uns gleich wieder. So, zurück geht es. Ich taste mich hier gerade ganz vorsichtig rum. Und hoch da. Okay, perfekt. Vielleicht sollte ich mal speichern. Möglicherweise. Wäre das eine Option? Ah ja, Küstenruinen heißt dieses Level, wo wir uns aktuell befinden. Alexandria war ja schon. Da fällt mir ein. Ich glaube, ich habe was vergessen. Moment. Was? 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 Was?
Hi. Ich wollte eigentlich gerade schneiden, aber... Sollst du mir Angst machen? Also... Hört es doch irgendwann wieder auf? Ich schätze mal nicht. Okay, ja gut, dann trotzdem kleiner Schnitt. Moment. Ah, schon wieder du. Ja, was ich gemacht habe, ist, ich habe nur nochmal das Gespräch mit Jean-Yves angehört. Das zweite Gespräch, denn ja, das erste habe ich schon angehört gehabt. Das war ja die Cutscene. Jo, ich würde sagen, hier speichere ich nochmal direkt. Hat mich jetzt ungefähr 3 Minuten gekostet hier. Warte mal, bringe ich mich nicht um, wenn ich hier einfach runterrutsche? Nein, tue ich nicht. Okay, das Ding ist, wir haben jetzt diese Armbrust und wir müssen sie kombinieren mit dem Laser. Denn wir müssen hier schießen. Ups. Wir müssen hier schießen und wir können zielen. Oh, oh, ja, okay, das klappt halbwegs gut. Oh nein, die Steuerung ist... Ah, sie ist invertiert. Hilfe. Oh, oh. Oh, oh. Ja, das passiert, wenn wir nicht schnell genug sind. Ich glaube, ich schneide rein, wie ich es schaffe. Sonst dauert das hier eine Weile. Echt jetzt? So macht mir die obere Reihe. Oh, wow, die Hitboxen sind sowas von für den Einer. Okay. Was nun? Ich habe keine Ahnung. Oh. Okay, scheinbar haben wir irgendwie überlebt. Was ist das? Geld? Eine Münze? Münze benutzen. Nein, okay, dann nicht. Lara ist offenbar sehr sparsam. Und will das Geld nicht sofort wieder verprassen. Ist nur vernünftig. Kann ich jetzt auch nicht irgendwie übel nehmen. So. Ja gut, also ja, wenn man erstmal weiß, dass die Hitboxen einfach für einen Eimer sind, dann ist das ganz einfach hier. Tatsächlich, oh, der dreht sich immer noch im Kreis, der Kopf. Warum auch nicht, ne? Mal schön den Kopf kreisen lassen. So, was haben wir hier? Ach! Ein einarmiger Bandit, oder wie? Und jetzt können wir dann hier Geld einwerfen und dann... Nee. Nee, es ist kein einarmiger Bandit, der macht irgendwas anderes. Oh, ein Schlangenbeschwörer. Oder... Oh, das sieht nicht gut aus. Das war schon so. Da bin ich nicht für verantwortlich. Ein Schlangenbeschwörer, oder in unserem Fall eher ein Seilebeschwörer. So, einmal hepp. Was hätten wir hier jetzt? Ein Brechstock. Ein defekter Griff. Okay, also da wo ich herkomme, ist das ein Holzbrett. Und ja, das ist jetzt so ein Ding. Ich kenne diesen Abschnitt noch relativ gut. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, da musste ich im Original-LP in die Lösung schauen. Ach, apropos Original-LP, was laber ich schon wieder? Wandhaken. Kombinieren hiermit und dann haben wir Haken und Stab. Also nicht zu verwechseln mit Haken und Kreuz. Das hatten wir vor ein paar Jahren hier in Deutschland. Egal. In meinem ersten Playthrough. Da habe ich hier nachschauen müssen, garantiert. Und apropos erster Playthrough. Da habe ich das erste Secret in diesem Level sogar gefunden, glaube ich. Das, was wir vor wahrscheinlich ein paar Folgen mittlerweile hatten. Und wieso macht so spooky Musik? Sie holt nur einen Schlüssel aus dieser Kabine. Da ist jetzt kein Grund, so auszurasten, Spiel. Ja, wie man darauf kommen soll, fragt mich nicht. Ich weiß es halt einfach noch. Was bist du eigentlich für ein Schlüssel, wenn ich mal ganz dumm fragen darf? Torschlüssel. Für das Motorrad. Gott, war das schlecht. Hi. Ich bin Anonymimus. Ich kann
gute Wortwitze machen. Nein, kann ich nicht. Was ist denn schon wieder los mit mir heute? Hä, wo geht's hier wieder raus? Nein! Hä? Ich will hier raus, Mann. Ich will zu meinem Motorrad. Meine Lara Croft fährt im Hühnerschallmotor. Okay, ja, wir sehen uns gleich dort wieder. Lara, ich habe ein paar Bücher gewälzt und bin zu dem Schluss gekommen, dass ein Teil der Rüstung sich wahrscheinlich in den Katakomben selbst befindet. Aber du musst vorsichtig sein. Ich habe gehört, dass von Kreuzleute aus den Tunneln fliehen. Seth bewegt sich offenbar immer näher auf die Stadt zu. Er soll mehrmals an den historischen Anlagen gesichtet worden sein. Du musst dich beeilen und die Bibliothek ausfindig machen. Gut, den Motorradschluss, oder zum Motorrad kommen wir nicht, aber immerhin haben wir jetzt eine neue Cutscene gesehen. Ist doch auch was, würde ich sagen. Ja gut, ich gehe dann mal wieder zurück ins andere Level.